Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 18 Karrieremodus mit dem SSV Bergsporn. Wir haben die neue Aufstellung gecheckt, ausprobiert in der letzten Folge und ich bin damit ziemlich zufrieden. Wir müssen mal eben schauen, dass hier die Moral nicht allzu weit in den Keller geht. Carbone und Ritzmann sind nicht allzu happy. Dann werden wir natürlich jetzt diese Folge etwas ändern. Das heißt, wir sind momentan Erster. Spielen dann gegen Union Berlin. Die sind momentan Vierter. Aber ich habe starkes Vertrauen in Carbone, dass er das einfach mal rocken wird, sodass wir das Spiel einfach mal eiskalt gewinnen werden. So. Der Lichte war ja verletzt. Der Trüder geht raus für den Carbone. Hier muss man eben schauen, dass hier alle fit sind. Ja, auch der Leniger ist etwas angeschlagen, dafür geht der Röser hier rein. Der Muna ist etwas angeschlagen. Ich will nämlich hier volle Konzentration und alles haben. Hier kommt der Philipp rein. Da kommt der Stefan Lange rein. Da kommt der Jan Henning rein. Und hier kommt natürlich der Ritzmann rein, damit er auch mal ein bisschen Spielpraxis hat. Alles klar. Und hier gucken wir mal, dass hier so ein Litzbarski nochmal reinkommt, so ein Gül nochmal reinkommt, sodass wir die Leute, die schon gespielt haben, nicht mehr spielen und die Leute, die kaputt sind, auch nicht mehr spielen. Okay, und jetzt kommt eigentlich nur noch die zum Tröder, der nur leicht angeschlagen ist. Alles klar. Ja, ich war jetzt einige Tage nicht mehr so aktiv. Allerdings will ich das jetzt wieder ändern, denn ich muss momentan sehr viel arbeiten, habe auch sehr viel Stress mit der kommenden Uni und okay, was war das? Ihr habt natürlich auch Stress mit der Arbeit. Hallo zusammen, hier sind Wolf Fuß und Frank Buschmann und wir begleiten die heutige Partie aus der Liga für Sie. Hoffentlich bekommen wir heute ein gutes Spiel zu sehen. Fans machen auf jeden Fall schon mal richtig gute Stimmung. Diesen Designblendung will ich eigentlich nie übersprechen, denn die finde ich immer ziemlich cool. Und ja, ziemlich viel Stress, weswegen YouTube momentan ein bisschen zu kurz kommt. Allerdings will ich das nicht allzu hart anfassen. Denn ich will natürlich euch noch zufriedenstellen und jetzt ein Tor schießen. Oh, Wies, Alter. Junge. Mann. Direkt die erste Chance. Wir spielen gegen Fürth und wir gewinnen auf einmal. Okay, in den ersten vier Minuten, ne? Könnte auch nur dieses FIFA-Momentum sein, aber wer weiß das schon. Abseits, natürlich. Ja. Also wir spielen kurz. Spielen die Sachen auch schön kurz aus. Alles klar. So, ja. Ich sehe den da oben schon. Ja, jawohl. Sich allerdings kein. Nein, ich hatte leider die Ballkontrolle nicht so eng. Jetzt hat es mir nie. Warte. Stopp. Stopp, halt, stopp. Jetzt war das nicht. Ich hoffe, das funktioniert jetzt noch und die ist nicht abgebrochen. Jetzt werde ich mal eben kurz nachschauen. Dafür gehe ich mal eben in. Alles klar, das sollte noch aufnehmen. Ich synchronisiere nochmal. Rechts, links. Denn es hat leider gerade minimiert. Also nicht minimiert, sondern einfach nur rausgetappt. So, dass ein anderes Programm sich gerade geöffnet hat. Schade. Und deswegen FIFA nicht mehr im Vordergrund war. Und deswegen, ja, ich kurz dachte, dass das Spiel sich minimiert. Oder, sich komplett beendet und damit auch die Aufnahme beendet, aber ich hoffe, die Aufnahme hat sich nicht beendet. Und also ich habe gerade nachgeguckt und die Aufnahme sollte sich nicht beendet haben, aber es könnte ja natürlich sein. Ritzmann, Alter! Es könnte natürlich sein, dass es so einen kleinen Cut da drin gibt und jetzt die Folge ein bisschen asynchron ist. Aber ich hoffe, ich denke dran und behebe das. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Nein, oh, was? Voll. Steinheuer. So.
So, jetzt zu dritt nach vorne und du läufst mal ein bisschen, du bist schnell. Und du machst das Tor. Oh, was? Junge! Oh! Oh! Ja, was geht ihm da jetzt durch den Kopf? Die Führung hätte ihm natürlich. Ist ja klar, Gott. Aber jetzt weiter. Da habe ich extra ganz leicht gedrückt, damit der halt nicht komplett drüber geht. Mir geht er einfach komplett drüber. Schrebski. Ah, nee. Jawohl. Lol, der kommt sogar an. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Jetzt müssen Sie aufpassen. Da oben. Aber da unten eher gesagt. Sie stehen jetzt sehr tief. Ah, das ist natürlich dann nicht leicht, da die Lücken zu finden. Und wieder nach vorne. Jawohl. Philipp gewinnt einfach alle Kopfballduelle. Einfach alle. Sehr gut, Rupert. Auch mit unserer B-Elf sozusagen klappt das doch relativ gut. Ist derzeit klasse drauf. Zumindest war das der Fall beim Heimsieg. Oh, was war das? Dieses. Voll, Ritzmann ist auch da. Sehr gut. Ah, warte. Die Nase hat gejuckt. So. Oh, was? Ich kann dir mir einfach so einen Ball abnehmen. Das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Kommen Sie das. Voll. Sehr gut. Jawohl. Ah, oh, Mann. Die laufen gut los, ne? Aber dann sind da irgendwie keine Lücken oder so. Deswegen ist es mir dann relativ schwer macht, dann da anzugreifen. Und eine realistische Torschuss auszuarbeiten. Nicht nur eine Torschuss, wo ich einfach nur drauf bolze. Ja, jetzt aber. Ich habe übrigens in den Kommentaren gelesen, dass ihr auch sehr zufrieden mit der Aufstellung seid. Dass damit einfach die Stürmer mehr zur Geltung kommen. Und dass zum Beispiel der Tröter nicht alleine vorne ist und dann alles, wo ist er verletzt? Shit. Elfmeter, alles klar, Handspiel. Sehr nice. Ah, oh, das sehen wir sogar. Das ist ja schön. Jetzt kommt der Kopfball. Ja, da war das Handspiel. Das hat man sogar gesehen. Sehr, sehr nice. So, Jacek. Haben wir keinen besseren Elfmeterschützen. Das sind alles Scheiße. Steinheuer könnte noch. Röser könnte noch. Komm, dann machen wir einfach mal Jacek. Jetzt soll der Geiz. Oh, what? Was? Niemals. Niemals! 0-0 zur Pause. War gar nicht mal so schlecht geschossen. Platziert in der Ecke, halb hoch. Hm, okay. Hätte man vielleicht etwas höher schießen können, aber ich wollte nicht drüber schießen. Der Röser ist verletzt. Bin schon, ob wir hätten den Arnold. Genau, den Arnold wechseln wir da ein. Sehr gut. Man kann da auch mal ein bisschen Vollgas geben. Der Schiedsrichter pfeift an, die zweite Hälfte läuft. Und dann sollte es eigentlich funktionieren. Außer jetzt kommt noch irgendein Fehler von uns. Zum Beispiel hier so ein. Und. Boah, hier war ein Henning. Oh, oh. Oh, jawohl, Steffen Lange. Da oben sehe ich ihn. Da. Schafft er das? Oh, der schafft es sogar. Wow. Ja, Arnold, was war das denn? Was war das denn? 3 Meter vom Tor und dann schiebt er den einfach nur. Nochmal ein Handspiel, okay. Wenn er das sagt, dann ist das wohl so. Rupert und einfach ausspielen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Oh Gott, bisschen kritisch. Boah, der kommt sogar an. Voll. Jetzt der Schuss.
Schon wieder mit rechts, Junge. Du hast einen sehr starken linken Fuß und der schießt nur mit rechts. Insgesamt kommen meine Spieler nicht so zur Geltung, wie sie in echt sind. So ein Arnold ist sehr stark. Ja, ist bei mir aber hier noch Reservespieler. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Steffen Lange oder so ein Tim Philipp ist Reservespieler, ist hier aber auch sehr stark. Super dazwischen gegangen. Wenn die sich mal in echt so entwickeln wie hier in FIFA, ne? Boah. Wenn wir schon längst Bundesliga spielen eigentlich. Das könnte gefährlich werden. Super Pass jetzt. Was? Mann. Da habt ihr ja so ein bisschen die Flankenqualitäten von ihm gesehen. Oh, da wären sie doch noch gestorben. Das war eine gute Gelegenheit. Boah, Junge, Alter. Mann. Groß. Toller Pass. Gerade nichts durch. Voll. Aus dem Angriff haben sie sehr gut gemacht. Und schick. Klasse Aktion. Jawohl. Das hätte okay, eine Ecke. Können, aber so ist der Ball wieder weg. 20 Minuten noch. Wer soll raus? Ja, komm. Rupert, Rosbach, ist okay. Komm, jetzt direkt Joker-Tor oder so. Natürlich super. Da Steffen Lange, den erkenne ich immer am Pferdeschwanz. Das ist ein Merkmal. Jetzt könnt ihr den Ball abspielen. Boah. Warte ein paar Spiele, ne? Jacek! Oh. Ball ist erstmal raus. Super Parade. Nein. Nein, oh. Schlebski. Auf außen ist jetzt Platz. Osina. Okay, Absatz. Alles klar. Was will er wechseln? Schauen wir eben, ob wir noch was wechseln können. Wir haben noch 11 Minuten Zeit. Der Philipp ist ein bisschen kaputt. Dafür könnte echt der Gülmer rein. Genau. Wir sollten mal ein bisschen offensiver gehen. Ich will jetzt eigentlich noch ein Tor machen. Ist sehr ausgeglichen das Spiel. Also ist jetzt nicht so, dass irgendeiner dominiert. Einfach sehr ausgeglichen. Jetzt wird's gefährlich. Oh, was? Und ich komme da nicht dran vorbei. Was? Lol. Ich habe einfach einen Ball. Mann. Wer ist denn das? Ein Henning oder so? Und jetzt haben sie die Konterchance. Das könnte die wichtige Szene sein. Sehr gut, Jacek. Sehr, sehr gut. Und es bleiben noch 5 Minuten. Komm, lauf, lauf! Oh Mann! Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Voll. Das könnte eine Gelegenheit werden. Die laufen auch einfach nicht durch, ne? Da habe ich mich noch nicht so dran gewöhnt. Oh, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte da oben hin. Klasse Aktion, Ball ist weg. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Was? Stark gelöst, der hat den Ball. Nein, Ende. Oh. Mann, da haben wir es echt nicht mehr hingekriegt. Schade. Das echt nicht mehr hingekriegt. Parade, Fehlschuss, Parade. Wie gesagt, sehr ausgeglichen, denke ich auch. 55 zu 45. Ja, Torschüsse, okay. Hm. Passgenauigkeit sind wir besser. Schussgenauigkeit sind wir auch besser. Alles klar. Naja. Aber ein 1-1 ist noch okay. Also hätten wir verloren, hätte ich mich richtig geärgert. Aber 1-1 ist noch okay. Rüser fällt 3 Wochen aus. Nein, was hat er denn? Verstauchter Knöchel. Der hat überdehntes Knie. Oha, alle fallen 3 Wochen aus. Und ich spiele eigentlich mit 3 Stürmern und nicht mit einem. Deswegen, wenn ein Stürmer ausfällt, mir das immer ein bisschen wehtut. Ah, naja. Ich schau mal eben auf die Tabelle. Wie sieht es denn momentan aus? 2 Unentschieden, 1 Niederlage. Fürth hat noch gar keine Niederlage. Das ist ein bisschen krass.
Ja, sag ich einfach mal so, wie es ist. Das ist ein bisschen krass. Ja. Als nächstes spielen wir dann gegen Erzgebirge Aue. Die sollten. Oh, die sind Achter. Ich dachte, die sind relativ weit unten, aber nein, die sind Achter. Alles klar. Gut. Sogar mit relativ wenig Pause, weswegen auch ein paar, ja, die Leute noch nicht so ausgeruht sind. Alles klar. Aber darum kümmern wir uns morgen. Ich wünsche euch jetzt noch einen guten Tag und jetzt schreibt ihr gerne in die Kommentarbox irgendwas Nettes, ne? Und wir sehen uns morgen. Haut rein. Ciao.